MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So Leute, willkommen zurück zu Fußballmanager 17. Ja, in der letzten Folge haben wir ganz knapp gegen Tottenham gewonnen. Es war ein starkes Stück Arbeit, wir haben es geschafft. Heute gegen Mainz müssen wir eigentlich wieder 3 Punkte holen, also da führt gar kein Weg dran vorbei eigentlich. Und ja, bevor wir anfangen, erstmal zu euren Kommentaren, denn Himbeer hatte gestern Geburtstag, alles Gute nachträglich. Ich habe es leider zu spät gelesen gestern. Und der Sinon hatte gefragt, ob wir, wenn die zweite Mannschaft aufsteigt, das Spiel das 3D-Spiel zeigen können. Erstmal, ich zeige keine 3D-Spiele, weil der 3D-Modus verkackt ist im EA-Manager. Und zweitens kann man leider die zweite Mannschaft nicht angucken. Deswegen wird das sehr, sehr schwer. Ja, auch wenn ihr den 3D-Modus feiern würdet, tue ich mir den einfach nicht an. Nein. Da kommen so behinderte Ergebnisse raus. Nein. Nein. Einfach nur nein. Gut, heute gegen Mainz. Ja, ich denke, wir können auch mit der Mannschaft auflaufen. Wir hatten ja, glaube ich, schon die Aufstellung gemacht in der letzten Folge. Heute kommt mal Kempf rein. Ja, Hector ist ein bisschen besser drauf. Mirino sowieso immer in guter Form eigentlich. Golovin ist in einer hervorragenden Form. Deswegen bekommt er heute den Vorzug vor Oliver Torres, dann gewohnte Aufstellung, Baumann, Weiser, ne, so, wir machen keine Experimente mehr. Pulisic ist noch mit dabei und Dadachow vorne, der hat ziemlich gut gespielt im letzten Spiel, deswegen ist er heute auch wieder mit dabei. Ich glaube, mir ist gerade, so, irgendwas auf die Tastatur gefallen. Gut, gucken wir uns unsere Nachrichten heißen da an. Übrigens, gerade aufgestanden, ja, Frisur sitzt, aber ich wollte direkt aufnehmen, ne, damit euch, damit für euch die Folge auch pünktlich kommt heute. Nicht so wie gestern, ja, falls irgendwie da was dazwischen kommt, ja, irgendwie ein Nachbar Party macht oder so, das wollte ich verhindern, deswegen Aufnahme heute um 6 Uhr morgens, ne, 7 Uhr haben wir mittlerweile schon, ja, ne. Was man nicht alles tut. Einfach direkt aufstehen und aufnehmen, bevor ich was gegessen habe. Ist normalerweise nicht so gut, weil ich dann meistens nur Scheiße labere, aber ich habe mir gedacht, Scheiße labere ich auch so. Und daher kann man das mal machen. Wir verteilen gerade noch schnell mal neue Mentoren für unsere Leute. Oh, der Krauer hier. Oh, der Krauer. So. Hä? Sind wir nicht gerade alle durchgegangen? Habe ich den vergessen? Seht ihr, da fängt schon an. Aufmerksam bis zuletzt. Wir müssen auch noch einige Verträge machen. Wir könnten vielleicht sogar ein paar Leute jetzt schon in die zweite Mannschaft holen, ja, für den Winter. Dass wir da noch ein paar Talente dann spielen lassen können. Laumerich könnte man schon holen, Korbmann könnte man eigentlich auch schon hochholen. Ja, dass wir noch ein paar Talente, hier, Jörg Link, den kann man auf jeden Fall schon mal hochholen. Der hat aber auch schon einen Vertrag, aber leider habe ich den Vertrag, glaube ich, erst zur letzten, also zur nächsten Saison gemacht. Das ist blöd. Ich wollte ihn eigentlich diese Saison schon oben haben. Weil dann hätte nämlich ein anderer spielen können, hier Xavier oder so, hätte dann dafür spielen können. Aber wir gucken mal, ja, wen wir hochholen können, ja. Ja, wir haben so wenig Innenverteidiger. Das ist ja unglaublich. Ja, in der zweiten, also in der B-Jugend gucken wir auch mal. Boah, Junge, 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 Junge. Wir haben hier so viele Talente, das ist so krank, ne? So krass viele Talente. Glaubt man gar nicht. Oh, noch ein neuer. Oha. Den lasse ich mal frei. Deratox. Kann immer noch keinen Mentor haben. Ihm sind die Mentoren nicht gut genug. Noch ein neuer. Den können wir direkt mal rauswerfen. Dominik. 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 Oh, wer hat dich hier aufgenommen? Wer? Geh mal bitte wieder nach Hause. Kannst mal irgendwie anders spielen. Aber nicht bei uns. Noch. Ne, Lukas Lange hatten wir, glaube ich, schon, oder?
Jo, wir haben so viele Talente, dass alleine schon 9-Sterne-Talente in der Reserve sitzen, ja? Ey, das ist so krank. Das ist so krank. Das hatte ich auch noch nie, glaube ich. Also so eine talentierte Jugend, vor allem B-Jugend, hatte ich, glaube ich, in meinem Leben noch nicht. Und ich spiele sehr, sehr viel, oder habe sehr, sehr viel Fußballmanager gespielt. So, ich glaube, dann haben wir jetzt alle, oder? Die einen Mentor haben können. Haben wir jetzt? Hier gehen ja auch, oha, es gehen einfach fast alle hoch. Oha, von unserer B-Jugend, so wie sie jetzt da ist, bleiben einfach nur ein paar Leute. Die gehen ja alle hoch. Oh Gott, wir haben eine viel zu große A-Jugend in der nächsten Saison. Ja, da müssen wir eigentlich alle hochholen. Und das Beste hoffen. Ja, es gehen ja wirklich sehr, sehr viele nach oben. Da müssen wir mal gucken, wen wir dann jetzt schon hochholen, wirklich. Da müssen wir uns mal ein bisschen Gedanken machen. Können wir ja zur Winterpause mal machen. Denn zur Winterpause werden wir ja auch noch ein bisschen was machen. Auch hier ein paar Spieler verleihen, denke ich. Hier zum Beispiel Gießen, der muss verliehen werden. Für den ist die Regionalliga echt zu unterfordernd. Da können wir ein paar können wir auf jeden Fall noch raushauen. Emre Mor geht natürlich auch. Cristiano, denke ich, ist noch nicht bereit. Da müssen wir mal gucken, der braucht eigentlich auch einen anderen Verein, ja, der muss irgendwo spielen, wo er mehr gefordert wird. Ja, wir sehen das, der entwickelt sich so langsam weiter. Gucken wir. Gut, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir in die Taktik. Und gehen gleich rein in das Spiel gegen Mainz. Bis gleich. So, Leute, willkommen zum 14. Spieltag der Bundesliga. Wir sind heute gegen Mainz dran zu Hause. Ja, also wir müssen hier einfach gewinnen heute. Da gibt es gar keinen Weg dran vorbei. Ich hoffe mir ein paar coole Aktionen heute von der Mannschaft. Ja, ein bisschen wieder Selbstvertrauen tanken. Ich meine, Tottenham war schon wieder gut. Aber Gladbach nicht. Ja, und Gladbach ist momentan Erster. Das gefällt uns als Kölner natürlich nicht. Es beginnt wie aus Eimern zu schütten. Wir kennen es ja schon nicht anders. Mainz jetzt mit einer riesen Möglichkeit. Energische Einzelaktion von Kalou. Er lässt Hector ins Leere laufen, versetzt danach Kempf mit einer Körpertäuschung vollendet. Ganz cool zum 1:0. Ah! Cristiano Kalou. Willkommen, meine Damen und Herren. Sie sehen heute Spitzenfußball. Was zur Hölle macht der da? Zur Hölle! Kalou macht uns einfach mal im Alleingang fertig. Ist ja unglaublich. Ich habe so eine Aktion, glaube ich, noch nie gesehen im Textmodus. Bei einer Kopfballverlängerung schläft Bungert. Dadatschow ganz alleine vor Lössl. Bungert setzt aber nach. Ja, und jetzt sind wir schon wieder 1:0 hinten. Ganz früh. Und das ist scheiße. Das ist echt scheiße für die komplette Mannschaft. Aber wir machen weiter Druck. Ja, wir lassen uns das nicht entgehen. Überflüssiger Ballverlust von Öztunali in der Vorwärtsbewegung. Könner kontern extrem schnell. Golovin auf Dadatschow der Luft über Lössl hinweg zum 1:1. Bam, Junge. Weiter so. Oh. Ja, moin. Da sitzen wir auf der Tribüne. Okay, aber Hauptsache, wir konnten noch sagen, gut gemacht. Ja, guckt euch das mal in der Verteidigung an. Kempf mit einer 5,5, Weiser mit einer 5. Also heute ist die komplette Defensive einfach nur lächerlich. Konterchance, Dadatschow alleine schießt. Knapp vorbei. Ah, schade. Also die Defensive ist heute echt irgendwie noch nicht ganz da irgendwie. Keine Ahnung. Egal, Mitchell Weiser mit der nächsten Ecke. Eieiei. Dadatschow versucht sich gegen Bell mit unfairem Mittelplatz zu verschaffen. Es gibt Freistoß für Mainz. Wichtige Entscheidung. Und wir sitzen einfach auf der Tribüne. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Scheiße. Ich dachte, das geht noch, dass wir ganz knapp nicht auf der Tribüne sind. Aber falsch gedacht. Weiter Ball von Wanyama aus der eigenen Hälfte. Merino bekommt das Leder, nachdem Bell die Orientierung verloren hatte. Ja. Und ihr habt gekonnt. Über Lössl zum 2:1 ins Netz. Ja, ich glaube, wir müssen öfter mal auf die Tribüne bei Rückstand. Scheiße. Aber wir haben ja einen guten Co-Trainer, der macht das jetzt. Bisher kamen 100% unserer Angriffe über die rechte Seite. Alle über Sané, denke ich. Oder halt nicht über Sané, aber auf jeden Fall über die rechte Seite. Oh, wow, wow. Schwalbe. Von Miranchuk.
Miranchuk holt jetzt noch eine Ecke heraus in der schönen Einzelaktion für Mainz. Ja, unsere Defensive, ne? Also Wanyama sehr gut unterwegs, aber Kempf mit einer 5. Okay, steigert sich momentan wieder ein bisschen. Hey. Also Kalou hat uns echt eiskalt erwischt am Anfang. Alle, alle, erster Fußballclub Köln. Singen unsere Fans. Und wir haben eine nächste Möglichkeit, eine nächste gute Möglichkeit. Stürmer des 1. FC Köln kreuzen ihre Laufwege. Dadachow spielt genau in die Schnittstelle auf. Leroy Sané, Lössl aus 8 Metern keine Chance lässt und einschiebt. 3:1, Leroy Sané, meine Damen und Herren. Nice. Und Dadachow ist heute so gut drauf, der Typ. Er hat zwar nur eine 2,5, macht aber 2 Tore und eine Vorlage heute schon. Eieiei, ich glaube, wir haben unseren neuen Stammstürmer gefunden. Also der ist momentan echt richtig, richtig heiß. Und what the fuck ist mit Kempf los? What the fuck? Eine 5, Junge. Nochmal eine Möglichkeit vor der Halbzeit. Kommt da jetzt schon das 4:1? Wir werden es sehen. Dadachow legt per Hacke auf Golovin ab. Der springt gegen 3:05er in den Strafraum ein. Schiebt den Ball unten an Lössl hindurch ins Tor. 4:1 in der ersten Halbzeit. Junge, was spielen wir heute für einen Fußball? Was spielen wir denn heute für einen Fußball? Dadachow, was macht der bitte für ein Spiel? 2 Tore, 2 Vorlagen in der ersten Halbzeit. What the hell? Nennen wir ihn Tsubasa Uzora. Scheiße. Krass. Ja, wir kritisieren Kempf, motivieren Plattenhardt, motivieren Wanyama und motivieren Weiser. Ja, zu einer besseren Leistung in der zweiten Halbzeit. Der Rest ist mir egal. Und Leute, ey, ohne Scheiß, ey, Dadachow ist so hart am Abgehen jetzt gerade in diesem Spiel. Das ist ja krass. 20 Millionen Marktwert schon. Wir sollten ihn öfter spielen lassen, glaube ich. Modest sowieso 31, richtige 31er. Deswegen lassen wir Dadachow den Vortritt momentan, ja. Ist das Talent in der Mannschaft. Und da Gyrassi verletzt ist, ne? Wisst ihr Bescheid. So, Golovin heute auch ultra krass unterwegs. Wir können gerade mal angucken. Die Spieler sind überzeugt, dass sie das Spiel nicht mehr aus der Hand geben werden. Das ist gut. Aber zeigt das auch. Aber ein 4:1 jetzt aus der Hand zu geben, ist, glaube ich, sehr schwer auch für uns. Wir gehen weiter in die zweite Halbzeit. Schauen, was da kommt. Wir sitzen immer noch auf der Tribüne, genießen eine schöne Cola, ne? Und ja. Da ist man unzufrieden. Öztunali geht raus. Gamin kommt rein. Ich glaube, er wird so ausgesprochen. Ja, da ist man sichtlich nicht zufrieden mit der Mannschaft. Ecke links. Serdar bringt die rein. Tückischer Ball. Hector beweist perfektes Timing. Auch er heute wieder besser unterwegs. Klärt per Kopf. Sehr schön. Sehr schön. Nochmal eine Aktion jetzt von Mainz. Muto mit einem schönen Steilpass. Erhält einen schönen Steilpass, schießt viel zu früh. Harmloser Ball. So, also unsere Verteidigung kann man heute in der Pfeife rauchen. Die ist fast nicht anwesend irgendwie. Golovin setzt sich auf der linken Seite schön durch, flankt auf Dadachow. Der kann den Ball nicht kontrollieren, Lössl geht dazwischen. Ja, ein Ball, den Dadachow mal nicht kontrollieren kann in diesem Spiel. Ich dachte, heute gelingt ihm alles. Muss aber auch nicht sein. So, Spielerwechsel Nummer 2 bei Mainz. Wir machen jetzt mal unseren... Warum wurde gerade Gnabry eingewechselt? Wenn wir auf der Tribüne sind, wechselt automatisch der Co-Trainer? Darf der das, wenn wir auf der Tribüne sind? Können wir nichts mehr machen? Oha. Okay, gut. Co-Trainer, du machst das schon. Mitchell Weiser geht raus. Stenzel kommt rein. Aber können wir taktische Anweisungen machen? Ja, können wir. Warum wechselt der denn dann automatisch? Ist der behindert? Naja, egal. Mitchell Weiser geht raus. Stenzel kommt rein. Pulisic geht raus. Dafür kam Serge Gnabry rein. Ich denke, das sind zwei Wechsel, die man durchaus nachvollziehen kann. Hätte ich, glaube ich, auch so gemacht. Gnabry versetzt jetzt erstmal Yamad links am 16er. Der Ball knallt aber leider nur gegen den Außenpfosten. Schade. Da sind wir eiskalt auf die Tribüne verbannt worden.
Ich glaube, das erste Mal in unserer Karriere, dass das passiert. Scheiße, nur weil ich nicht aufgepasst habe, ey. Wanyama schmeißt sich beim Abwehrversuch den eigenen Mann an. Schießt den eigenen Mann an. Kalou kriegt den, aber Stenzel schaltet blitzschnell, wirft sich dazwischen, klärt zur Ecke. Eieieiei. Was war das denn, Wanyama? Und Stenzel direkt mit einer hervorragenden Aktion. Mainz jetzt momentan echt stärker. Hätte ich ja eigentlich nicht gedacht, dass Mainz hier nochmal so zurückkommt. Aber Oliver Baumann fängt die Ecke ab. War eine sehr, sehr gute Möglichkeit für Mainz. Aber wir kämpfen, ja. Wir kämpfen weiter. Und irgendwie kommt kein dritter Wechsel. Schöne Kombination. Merino trifft, stand da beim Abseits. Schade. Schade, schade. Egal. Wird schon. Merino mit der Ecke schlägt die an den ersten Pfosten, wo Wanyama nach einem kurzen Antritt zur Stelle ist, präzise in die untere Ecke einköpft. Bungert kommt einen Schritt zu spät, Lössl ist chancenlos. 5:1 durch Wanyama. Sehr, sehr cool, nach einer Ecke von Merino getreten. Nice, jetzt hat Merino auch die Vorlage. Eieiei, also das ist heute echt eine gute Leistung der Mannschaft. Und irgendwie kommt hier keine dritte Auswechslung. Die machen wir jetzt mal. Aber wen holen wir rein? Ah doch, gerade kam die dritte Auswechslung. Ja, okay. Oliver Torres. Ja, nice. Schöne Kombination von Mainz. Holtmann zu Bell. Der weiter zu Kalou. Aber Stenzel hat aufgepasst. Stenzel gefällt mir echt gut, seit er drin ist. Oliver Torres kommt rein für Golovin. Der hat heute ein Riesenspiel gemacht. Der Gute. Und spricht einfach nur für die Form, in der er momentan ist. Kriegt Stenzel keine Note mehr? Echt nicht? Schade. Schade, schade. Hier ist pünktlich Schluss. 5:1 gewinnen wir hier in, gegen Mainz. Nicht in Mainz, sondern gegen Mainz. Ja, und die Notenkämpf hatte heute gar keinen guten Tag. Wir sammeln weitere 3 Punkte und ordentlich Tordifferenz. Ja, Schalke jetzt Erster, aber wir sind wieder punktgleich mit Schalke. Gladbach hat gepatzt. Bayern auch. Nice. Gehen wir weiter in Nachbericht. So. Leute, was war das denn heute? Ja, wieder überragend die Mannschaft. Ja, was ist in Gladbach passiert? Wir wissen es schon nicht mehr. 5:1 gegen Mainz gewonnen. Sehr, sehr geil. Mainz heute komplett demoliert. Dadatschow nur mit einem Tor. Ja, der hat gar nicht 2 Tore gemacht, nur ein Tor. Ich dachte, er hat 2 gemacht. Aber auf jeden Fall hat er 2 Vorlagen gemacht. Riesenspiel von ihm. Leroy Sané mit einem Tor. Auch sehr, sehr geil. Vielleicht, wir müssen ihn öfter spielen lassen. Ja, er muss in Form kommen. Der gute Golovin heute mit einem Tor und einer Vorlage, auch super Spiel gemacht. Merino heute auch, also eigentlich waren heute alle gut, außer die Defensive. Obwohl, Wanyama hat auch eine Vorlage und ein Tor gemacht. Also von daher war es auch nicht schlecht, was sie geliefert hat. Ja, wir haben auf der Tribüne Platz genommen. Ja, ich habe einmal nicht aufgepasst. Golovin, Spieler des Tages. Also Spieler des Spiels. Nicht Spieler des Tages. Ja, wir hatten 8:3 Chancen. Ich wollte gerade sagen, ich habe anstatt Chancen, habe ich bei Ecken geguckt und dachte gerade 3:3 Chancen. Bei einem 5:1, da kann irgendwas nicht stimmen. Wir hatten 8:3 Chancen, 62% Ballbesitz, also wir waren hier deutlich die stärkere Mannschaft, haben auch verdient gewonnen, wie ich finde. Sind jetzt die zweitbeste Mannschaft in der Chancenverwertung, ja, also von 8 Chancen 5 reinzumachen, das ist schon sehr geil. Chancenverwertung ist da. Merino und Golovin heute in der Mannschaft der Woche. Leider nicht mehr. Ja, Defensive konnte ja keiner. Miso Brečko ist in der Mannschaft der Woche beim Club. Sehr krass. Wird als Trainer arbeiten. Vielleicht sogar für den Club. Wer weiß das schon. Krass. Kimmich ist heute mit dabei. Und Spieler des Tages ist Golovin. Habe ich doch richtig recht gehabt. Sehr, sehr cool. Wir waren heute sogar nur die 6 beste Mannschaft. Dortmund hat mit dem 1:0, das sie gemacht haben, glaube ich. 1:0, was? Ne, 1:1 gegen Wolfsburg sogar, war sie heute die notenbeste Mannschaft. Ja, Torschützen Gyrassi kann natürlich nicht mehr treffen, aber Dadatschow geht langsam weiter nach oben. Es wird natürlich schwer, Timo Werner mit seinen 13 Toren noch einzuholen. Das hätte vielleicht noch Gyrassi geschafft, ja, also der da oben sowieso schon mit drin war, aber ich glaube, Dadatschow wird das richtig schwer, weil das sind jetzt noch 8 Tore Unterschied. Und ja, das ist schwer aufzuholen, ja, weil Werner wird ja auch nicht, es sei denn, Werner verletzt sich jetzt auch krass, aber dann ist auch noch Johansson dahinter. Also, das wird sehr, sehr schwer. Ich glaube, wir sind auch immer noch die fairste Mannschaft, richtig. Mit Schalke zusammen sind wir immer noch
am fairsten. Das ist richtig geil. Ich bin gerne eine faire Mannschaft und erfolgreich. Eine sichere Bank. 5 Spieltagen ist Leipzig schon auf 7. Auf dem 7. Tabellenplatz. Krass. Nächstes Spiel gegen Hoffenheim. Und der Vorstand ist wieder zufriedener mit uns. Natürlich. Natürlich. So, was haben wir jetzt eigentlich? Weil wann spielen wir denn gegen Hoffenheim? 7. Also haben wir jetzt eine komplette Woche mal wieder Pause. Lukas Podolski im Spiel für die zweite Mannschaft mit 2 Toren. Nicer Dicer, Poldi. Nicer Dicer. 55. Oh, noch länger verletzt. Gyrassi. Nice. Karim Rekik verlängert seinen Vertrag. Okay. Nice, nice. Ja, Gyrassi ist noch eine Woche länger verletzt als gedacht. Das ist nicht so nice, aber ich denke, in dieser Saison rechnet sowieso niemand mehr mit ihm. Also von daher ist es eigentlich auch irrelevant, ob Gyrassi jetzt noch eine Woche länger verletzt ist oder nicht. Nächste Saison müssen wir echt mal gucken, weil dann wird der Konkurrenzkampf auch für Gyrassi langsam echt groß. Ne? Aber ich denke, wir werden in der nächsten Saison auf jeden Fall auch Modest verkaufen. Denn dann kommt ja auch Eggestein wieder und Eggestein haben wir ja schon oft gesehen. Der macht richtig eine richtig gute Saison momentan, ist auch schon auf einer 76 jetzt. Deswegen, das wird ziemlich knapp. Ja. Schießt Düsseldorf quasi in die erste Liga. Ist erster Düsseldorf. Ja. Also das wird langsam echt knapp da vorne. Und ich denke, in der nächsten Saison wird Modest auch noch ein bisschen abbauen. Von daher, ich glaube, das wird echt knapp für ihn. Da werden wir dann aber einen schönen Verein für ihn finden, wenn wir ihn verkaufen. Ja, und Gyrassi ist halt so die Sache, er ist jetzt einfach noch 19 Wochen verletzt. Das ist so krass. Ob er danach nochmal richtig wiederkommen wird, ist auch fraglich. Ja, aber wir haben ja noch so viele Stürmertalente in unserer Mannschaft. Das heißt, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Wir arbeiten ja so ein bisschen darauf hin, dass wir irgendwann gar keine Transfers mehr machen müssen und einfach alles nur noch aus der Jugend holen. Und das sieht sogar sehr gut aus, dass wir das schaffen, weil, guckt euch das mal an. Guckt euch das einfach mal an. Wir haben so verdammt viele Spieler. Ja, da ist sogar ein Teratox. Ein Teratox mit einem 9-Sterne-Talent auf der Bank sitzt, ist krank. Ja, aber das ist einfach, weil wir 2 10-Sterne-Talente vorne haben. Der Lars hier, ja, der sich gut weiterentwickelt, hoffe ich. Ja, der wird, ist auch noch eine ganze Weile in der Jugend. Dann Fabian haben wir auch noch ein 9-Sterne-Talent. Also wir sind sowas von krass ausgestattet. Wir können gerade mal gucken. Ja, ja, ist okay. Könnte besser sein. Unsere A-Jugend ist sehr gut unterwegs, ist 2. Ja, unsere B-Jugend, talentiert as fuck. Aber vielleicht auch noch nicht so die stärkste. Sind ja auch sehr viele neu gekommen in der also zu der Mannschaft. Deswegen kann man das mal verkraften. Gut, wir organisieren noch ein Freundschaftsspiel. Schnell für die 2. Ja. Ich würde sagen, wir gucken auch mal, dass wir Müller verkaufen. Sven Müller. Der ist so ein bisschen unterm Talent, das wir normalerweise haben. Und dann kann Jan ins Tor gehen in der 1. Ja, und dann hätten wir sogar noch ein bisschen, könnte hier unser Jakub auf die Bank gehen. Deswegen, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Wir müssen sowieso mal gucken, was wir mit unserer zweiten Mannschaft machen. Im Winter auch. Ich denke, da wird es auch ein paar Veränderungen geben. Ja, und dann würde ich sagen, wir sind momentan sowieso Erster. Na, also von daher kein Problem. Momentan in der 2. Mannschaft mit 11 Punkten Abstand zum 3. Platz. Also das ist, ja, ich hoffe, wir steigen auf hier. Das ist echt gut, aber wir sehen hier, eigentlich dürfen wir Gießen nicht verleihen, ja. Wir dürfen ihn eigentlich nicht aus der Mannschaft reißen. Er ist einer der besten Spieler der Saison. Und ich bin sogar am Überlegen, ob wir ihn wirklich in der Mannschaft lassen, weil er ist so stark in der 2. Und wir brauchen ihn einfach da, ja. Und wenn unsere 2. Mannschaft in der nächsten Saison in der 3. Liga spielt, dann profitieren da alle Jugendspieler von. Denn der Weg durch die 2. Mannschaft ist unabdinglich, denke ich. Es sei denn, sie kommen mit einer 75 aus der Jugend. Dann nicht. Dann können sie auch direkt in die 1. Mannschaft. Aber ich denke, die 2. Mannschaft ist trotzdem noch ein ja, quasi so ein kleiner Raum für die Entwicklung der Spieler. Und wo sie keinen Druck haben, ja, wo sie einfach befreit aufspielen können, ja, in der 3. Liga dann. Und ich denke, Drittliga-Fußball ist für die meisten Talente dann schon der richtige Platz.
wo sie sich sehr gut weiterentwickeln können. Und ich denke, Gießen ist da ein sehr wichtiger Mann, der unsere Mannschaft dahin bringen kann. Und er kann ja auch immer noch nächste Saison verliehen werden. Gut, soviel aber erstmal dazu. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr macht euch einen schönen Tag. Wir sehen uns heute, denke ich, im Stream. Vielleicht werden wir mal ein bisschen Tales from the Borderlands weiterspielen. Da habe ich eigentlich Bock drauf. Oder wir spielen ein bisschen Tales. Also heute wird es auf jeden Fall irgendein Tales-Game geben. Denn gerade PlayStation-Gratis-Spiele ist das Tales of Game of Thrones. Und ja, das habe ich noch nicht gespielt und ich bin ein riesen Game of Thrones-Fan. Aber ich bin auch ein riesen Borderlands-Fan. Deswegen mal gucken, was wir heute spielen im Stream. Habt euch wohl, macht euch einen schönen Tag, haut da rein.